Hey Kinners, was geht bei euch ab? Willkommen zur zweiten Runde des Gameplay-Analyse-Verfahrens. Wir sind jetzt hier bei T, wir haben direkt zusammen B angesagt und gehen also auch dementsprechend in die richtige Richtung. Die Spots kennt ihr ja schon, also ich habe das im ersten Video oder im ersten Teil kurz angesprochen, dass ihr diese Taktiken, Ansagen und so weiter ja schon kennt. Wir kommen ran und sehen hier eindeutig Feuer von oben, also von Heaven. Aber was wir nicht gemerkt haben, das ist echt dumm gelaufen, ist, dass hier rechts auch einer schon drin war in Checkers. Der muss einfach schon durchgerannt sein. Ich war, glaube ich, nicht der Erste, um das zu sehen. Ich schau mal kurz. Also grün ist hier im Moment noch vorne. Das heißt, er müsste jetzt sehen, ob da einer... Da, hat man ihn sogar noch gesehen? Nee, man sieht ihn nicht. Ich dachte kurz, man hätte ihn da vielleicht noch gesehen. Also der ist wirklich direkt durchgepusht. Er ist also jetzt schon hier in Checkers drin und steht wahrscheinlich, ja, in dem Bereich hier und wartet, dass wir alle das Feuer eröffnen auf den in Heaven und vielleicht sogar auf den, der auch on-spot war. Also die haben zu dritt auf B gestanden, also vielleicht war es sogar ein B-Stack. Das haben wir aber an der Stelle nicht erkannt. Man kann es auch nur schwierig erkennen, wenn man den Kerl nicht sieht. Es ist on-spot auch noch jemand. Headshot anscheinend. Ja, da ist noch einer on-spot und einer noch da unten. Das heißt, sie haben B auf jeden Fall gesteckelt. Hier ist der letzte von mit. A sollte jetzt somit frei sein. Ah, da habe ich schon einen Steppen gehört, der von Highway kommt. Und er hat nicht direkt gefressen, okay. Ich habe ihn jetzt natürlich angesagt. Hier. Ich sage ihn an, dass er oben auf Catwalk ist. Ich baue jetzt keinen weiteren Abstand auf, um eben zum Beispiel hinten an Quad zu gehen, weil ich einfach zu große Angst hatte, dass mich einer von CT sieht. Also wenn ich jetzt weit nach rechts gehe, nach hinten durchrenne, kommt so ein Moment, wo man mich von CT sehen kann. Ich war extrem stark auf ihn hier fokussiert. Er musste hier irgendwo rumlaufen, entweder hier auf Highway oder dabei Electric. Und er ist eben genau dazwischen drin, läuft hin und her. Und mir war klar, ich muss ihn holen, denn nur dann können wir die Runde irgendwie, ja, mitnehmen, weil es eben noch drei sind. Und bevor alle kommen und dieses Kreuzfeuer beginnt, ist es natürlich sinnvoll, schnell jemanden, der alleine gerade da ist, zu killen, wenn es möglich ist. Man muss aber diesen Spagat schaffen zwischen, kill ich ihn jetzt ganz schnell, damit wir nur noch zwei Gegner haben und wir vielleicht auch noch drei Sekunden Ruhe haben, bis die anderen zwei von B verschoben sind. Oder gehe ich direkt in Deckung, bevor ich jetzt noch weggeholt werde und der eine dann gegen drei Leute kämpfen muss. Ich habe mich selbst auf jeden Fall im Vorteil gesehen, weil er hier auf Cat hoch wollte, also auf der Leiter wahrscheinlich hin und her krabbelt und nicht genau weiß, wohin er soll. Und mich auch wahrscheinlich nicht rushen wird, weil er ja auf die Kollegen wartet. Das heißt, er behält alles erstmal im Auge, dieser City, was er auch gemacht hat, und rusht eben nicht direkt drauf, weil er auf seine zwei Leute wartet. Wir haben die jetzt hier echt geschickt geholt. Hier rechts kam jemand um die Ecke, ich habe ihn direkt geklatscht und der Kollege hat den von Highway... Ah, nee, das könnte auch der von Highway gewesen sein. Der Kollege hat einfach auch noch jemanden geholt. Das heißt, wir haben mit dieser Runde, die fast... nach einem Loose aussah. Einfach knallhart für uns entschieden, mit diesem schnellen Verschub. Der Kerl saved jetzt wahrscheinlich, rennt halt einfach fort, weil, ja, er hat keine Chance gegen uns zwei. Und er hätte es natürlich versuchen können, aber wahrscheinlich hat er keinen Defuse gehabt und von daher ist es dann wirklich komplett sinnlos. Ich glaube, den habe ich sogar noch geklatscht. Oh, sick, dude. Hat jetzt nichts mit der Analyse zu tun. Obwohl man dann natürlich sagen muss, dass diese Kills gegen Ende der Runde schon eine wichtige Rolle spielen können. Eigentlich grundsätzlich spielen. Der Sieg ist drin und man versucht natürlich, egal auf welcher Seite man spielt, dann vielleicht noch einen zu klatschen. In dem Fall wäre der CT, weil er ja verloren hat, gut dran gewesen, hätte er uns beide noch gelegt, weil er uns ja dann so finanziellen Schaden angerichtet hätte, also dem gesamten Team. Ich habe das in der ersten Folge von dieser Gameplay-Analyse schon angesprochen, dass das Geldmanagement extrem wichtig ist. Ihr müsst sehr oft schauen, wie ihr eben dasteht und vor allem, wie der Rest von eurem Team dasteht, finanziell. Weil man daran oft Taktiken festmacht. Und natürlich auch der Sieg davon abhängt, ob dein Team gut ausgerüstet ist oder ob nur du gut ausgerüstet bist oder ob du der Einzige bist, der dummerweise eine Eco macht, obwohl die anderen alle full buyen und dann bist du der Letzte, der gegen einen kämpfen muss und hast nur eine Glocke in der Hand oder so ein Scheiß. Also man muss ganz genau gucken, was abgeht. Grün und Blau sind hier beide in Main drin. Grün hat schon auf Forklift geschossen. Ich wusste also, dass Forklift jemand steht. Hab aber nicht mit zwei Leuten gerechnet. Der eine ist jetzt sehr so knapp hinten dran. Ja, ich dachte mir in dem Moment, nice, den klatsche ich jetzt easy weg. Ich habe den Vorteil, ne? Die haben Eco, die haben nur Pistols. Ich habe hier die Galil in der Hand. Und dann kam einfach dieser zweite. Hätte ich schnell genug geschaltet, wäre ich vielleicht einfach in Bewegung hier rüber gelaufen. Ich habe mich aber hingekniet, um leicht genatzt zu werden. Der zweite CT ist weggelaufen. Ich habe also dann doch mit einer recht guten Chance gerechnet, ihn noch killen zu können. Man sieht auch das ganze Blut da hinten, aber es hat einfach nicht geklappt. Ich habe ihm 49 und 2 gegeben, es war lächerlich. Also, das hätte ich besser umsetzen müssen. Natürlich habe ich sofort angesagt, dass jemand, weil ich ihn ja jetzt noch im Tod gehört habe, rechts on spot steht. Der ist jetzt auch schon tot. Und der Kollege natzt auch hier den auf Forklift weg. Mein Verbesserungsvorschlag für die Runde an mich selbst wäre natürlich gewesen, entweder direkt auf den Spot eben weiter zu verschieben mit der Galil und sich nicht einfach hinzusetzen oder Tür auf, gucken, ob da jemand ist und dann aus der Tür heraus zu killen, was ich auch eigentlich ständig mache. Ich weiß nicht, warum ich in dem Fall rausgegangen bin. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, ich habe einfach die Situation falsch eingeschätzt. Ich dachte, wir rushen, also diese zwei Mates rushen mit mir mit. Deswegen bin ich draufgegangen, aber es war von keinem Rush die Rede, deswegen war das Quatsch. Ich hätte einfach warten sollen. So, wir machen dann wieder ein B-Go. Ich bin ganz versessen, einen zu killen da auf Highway, es passiert nicht. Und das war so eine... dumm gelaufen. Guckt euch das an. Ich gehe raus und in dem Moment flasht mein Mate.
das ist eine Nate hier nochmal, die hinzukommt, noch fliegt. Und der Mate hat wahrscheinlich hier hinten um die Ecke geflasht. Das heißt, er hat hier wahrscheinlich Dong und dann in den Raum eine Flash geschmissen. Oder da hinten durch, vielleicht sieht man das gleich noch. Nein, nicht wirklich. Und es ist einfach so bescheuert, ich gehe drauf und bin jetzt geflasht. Ich könnte eigentlich auf Headshot jemandem einen Headshot geben, aber ich bin geflasht und bin sofort tot. Saublöd gelaufen. Es gibt so einen Spruch, den mein Kollege, mein Mentor von früher, der mir in CSGO wirklich viel beigebracht hat, hört sich so bescheuert an, weil ich jetzt auch gerade so schlecht spiele. Ihr müsst also einfach dann denken oder euch vorstellen, dass ich früher sehr viel Counter-Strike gespielt habe, also vor allem Source auch in der ESL aktiv gespielt habe und so weiter und so fort. Und dann halt auch irgendwann sehr, sehr gut war. Und der Kollege, sein Leitspruch am Anfang war immer, die Dummen vor. Ist natürlich gemein und auch taktisch nicht immer sinnvoll. Aber in dem Fall, wenn jetzt ein Mate vorgegangen wäre, hätte ich halt überlebt und dann vielleicht die Runde ultramäßig geholt. Wir waren hier eben, also die Runde wird auch geholt. Das ist ein easy win. Der Kollege ist schon bei Heaven durch. Onspot ist noch jemand, der jetzt dann gleich weggepimmelt wird und zwar hart. Und ja, die Sache ist auf jeden Fall drin. Ich hätte in dieser sicheren Situation, wo es um unseren Aufbau ging, vielleicht dann auch in dem Fall einfach an mich denken sollen und eben jemand anderen vorgehen lassen oder warten, bis jemand vorbricht und dann hinterherkommen. Dieser Spruch, die Dummen vor, ist natürlich stark aus Casual, ne? Also wenn wir früher einfach auf Servern trainiert haben, da ganz klar, da lässt man die Dummen halt vor, ne? In eine ungeklärte Situation und kommt danach, um dann zu regeln und eben die Kills zu fischen. Wie heißt das Fachwort dafür? Ihr wisst, was ich meine. Baiten? Nein. Doch, man ködert die Gegner mit den Mates und holt dann den Kill. Ungefähr so, wobei das kein geplanter Bait war. Also das war einfach, das ist an der Stelle einfach dumm gelaufen, weil der Mate geht hin und ich weiß also, er schaut jetzt da hinten. Ich gucke nochmal kurz hier auf Fans bzw. MBK, ob da einer steht, weil ich ihm natürlich Rückendeckung geben wollte. Und sehe ihn hier, glaube ich, nicht in dem Moment. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. Auf jeden Fall war mir klar, er guckt dahin. Das heißt, ich gucke hier hin, weil der Gegner wahrscheinlich versucht wegzulaufen. Und dann hole ich mir den Kill. Hier. Tja, aber da war er auch schon. Und hat jetzt halt den Mate gelegt. Dumm gelaufen, aber da hätte man, naja, da hätte ich anders reagieren sollen. Aber wäre der Gegner in dem Moment dann doch da hinten rumgelaufen, wären wir beide nach rechts am Aim gewesen und hätten dann vielleicht beide verkackt. Deswegen, ja, nein. Auf Highway ist einer der letzten drei, deswegen schmeiße ich da auch easy meine Nate hin. Und ich smoke a car, damit eben Forklift sich gut positionieren kann. Ja, und wenn ich dann hier hinten stehe, ihr habt es eben gesehen, noch ein Molly auf Highway, dann bombardiere ich Highway so hart wie es geht. Hier schusstechnisch, hier ist die Situation, dass der Molly direkt neben mir liegt, ich also rausgetrieben werde und der CT genau das ausnutzen kann. Ich bin noch verwirrt oder wie auch immer von diesem Molly und versuche mich zu retten und dann kommt eben der Gegner. Natürlich habe ich da schon hingeaimt, ganz klar. Meine Schussfolge ist jetzt nicht optimal, ich habe da, es ist natürlich gut gelaufen auf jeden Fall. Ich habe da wieder so komisch rumgetappt. Ein gezielter Spraydown hätte da vielleicht auch sitzen können, aber ich bin ja nicht der Spraykönig, das wisst ihr ja. Ja, das war eigentlich ganz in Ordnung. Und jetzt kommt die eigentlich nicht so kluge Geschichte. Und zwar habe ich hier direkt versucht, mich mit dem auf Highway anzulegen. Klar, ich hätte ihm einen Lucky Header drücken können, gerade wenn er hier steht. Aber er hat eine AWP und wir waren zu zweit. Jetzt ist der Letzte ganz alleine. Die Bombe lag, wir waren im Vorteil. In diesem Moment, wir sind schon lange auf A, sind die Cities wahrscheinlich auch schon hergeschoben. Das heißt, sie machen jetzt auch Druck und kommen. Dann sollte man natürlich nicht hingehen und schnell versuchen, noch jemanden zu killen, weil er garantiert auch nicht alleine ist. Bei K steht bestimmt der Nächste. Das sieht man vielleicht auch gleich noch. Also das war blöd. Ich hätte einfach hier vorlaufen sollen und hier warten sollen in der Ecke. Natürlich mich umschauend warten. Hier mal hingucken, vielleicht hier außen rumgehen, da mal gucken. Wobei beim außen rumgehen man von hier gesehen werden kann. Also man muss halt aufpassen. Aber ich hätte nicht rangehen sollen. Die Bombe tickt schon recht schnell und sie liegt auch sehr gut. Also wir haben sie direkt hier vorne hingelegt. Das heißt, der Mate hat natürlich nochmal einen großen Vorteil dadurch. Aber ja, nichts da aber. Er holt ihn easy. Da muss man CT natürlich damit rechnen, dass jemand in Main steht, wenn die Bombe da liegt. Das habe ich euch ja auch schon im anderen Tutorial erklärt. Also ich mache Cash für euch ja im Moment komplett durch. Da wurde ich gefragt, warum ich so viele Knives habe. Ich mache Cash für euch komplett durch. Es kommt noch das Wallbang-Tutorial. Ich glaube, das war's dann sonst. Oder? Ja gut, vielleicht noch Nades. Ich wollte noch Mollys und Nades durchmachen, dass ihr einfach wisst, wo ihr vielleicht pre-naden könnt, um jemanden aus der Reserve zu locken, Damage zu verteilen und so weiter und so fort. Da muss ich noch schauen. Hier kommt meine übliche Action auf diesem Spot. Eigentlich hantiere oder arbeite ich immer genauso. Ich gucke meistens direkt erstmal auf Forklift, dann hier links in die Ecke und dann oben alles ab. Man muss natürlich, wenn man die Tür öffnet, im ersten Augenblick alles kurz sehen, damit nicht einfach jemand oben steht, während du unten auf Forklift guckst. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Hier die Highway Smoke. Obwohl ein Mate auf Highway ist, das habe ich nicht gerafft. Guck mal, ich schieße sogar in die Richtung, obwohl der Mate da stand. Bei Quad ist noch einer. Der ist dann somit gestorben. 2 gegen 3. Der Kollege plantet in Sicherheit. Ich weiß nicht, er hätte wahrscheinlich auch hier hinten für Main planten können, weil hier die Smoke lag. Ich war direkt bei ihm gestanden. Wenn man zu dritt oder zu viert ist, kann man so oder so direkt... Ah, da kommt schon der Gegner. Aha. Da kann man so oder so direkt einen in Main drin stehen lassen. Das war so dumm. Das war so scheiße dumm, was er gemacht hat. Schaut euch das mal an. Hier ist der Gegner. Ich calle sofort.
Guck mal, zack, der ist gerade um die Ecke gesprungen. Ich sag, oh my god, I turn 190 spot, dude. Und dann nochmal, he's still on spot, he's coming, quad oder sowas. Ich schieße auf ihn, er ist auch auf der Karte jetzt sichtbar. Ich sehe, mein Mate ist gestorben, also im peripheren Sichtfeld, während ich hier draufballere, sehe ich, shit, der Mate ist durch eine P90 von Highway gestorben. Hab also ein bisschen Druck. Will in die Nähe von hier, damit mich der P90 menschlich einfach weglatzt. Das heißt, ich gehe ein bisschen close, aber der Kollege macht hier schon den Scheiß seines Lebens, weil ich sage, er ist on spot, er kommt zu uns und er fängt in dem Moment an, eine Flash zu schmeißen. Die mich flasht, wo ist die hingeflogen? Ah, die ist da hinten lang geflogen. Die mich flasht, ja. Er sieht vielleicht noch was, wird aber von dem Kerl überrascht. So, und dann habe ich die Arschkarte und muss hier die Runde noch regeln. Da muss man natürlich schön close hier stehen, wobei die Gegner fast nie dann in dem Moment da hinten über den Spot direkt kommen. Die kommen eigentlich fast immer hier über links. Oder sie kommen über Red Container. Damit habe ich gerechnet, er hat mir fett in die Fresse gegeben. Ich habe Glück gehabt, dass ich nicht sofort gestorben bin. Und dann aber wiederum mit meinem Ultra-Skill die Runde halt einfach dann gut geholt. Ihr merkt, es geht schon Richtung Win. Eine ganz wichtige Sache, was diese Win-Lose-Geschichte an sich oder dieses Denken angeht, ist, dass ihr niemals aufgeben solltet. Man kann vielleicht den Gesamt-Win aufgeben. Man sollte aber nie aufgeben, gut zu spielen. Jeder Punkt bringt euch weiter, beziehungsweise hält euch vom Downrank ab. Wenn ihr ganz, ganz, ganz schlecht spielt, dann downrankt ihr schneller, wie wenn ihr halt jedes Mal 8 Trilliarden Punkte habt. Wie man uprankt und downrankt hat, natürlich auch zum sehr großen Teil etwas damit zu tun, wie euer Teamrank insgesamt war und der gegnerische Teamrank war. Wenn ihr als Highrank gegen Lowranks verliert, dann kommt der Downrank schneller, wie wenn ihr als Lowranks ständig gegen Highranks verliert. Ich habe bestätigt bekommen, dass man durch einen extrem guten Lose, wenn die Teamrank-Verhältnisse stimmen und ihr verliert, aber sehr gut mit vielen Punkten, dass ihr dann trotzdem einen Uprank bekommen könnt. Und genauso ist es möglich, dass ihr bei einem extrem schlechten Win auch deranken könnt. Also wenn eure Gesamtpunkte, ne, die ihr praktisch in den Spielen davor alle erzielt habt und eure Wins und eure Loses darauf hinauslaufen, ne, also ganz klar. Ihr gewinnt jetzt nicht 30 Mal ein Spiel und gewinnt dann das 31. Mal und kriegt einen Downrank, ihr versteht, was ich meine. Diese zwei Fälle habe ich zumindest schon von mehreren Personen bestätigt bekommen. Mir selbst ist es noch nie passiert und ich habe da jetzt auch nicht nachgeforscht, aber ich habe es so gesagt bekommen. Deswegen solltet ihr niemals aufgeben. Jeder Punkt, jeder MVP, also jeder Stern, den ihr erspielt, bringt euch weiter. Und vor allem könnt ihr aus einem Spiel, bei dem ihr nicht aufgibt, sondern weiter versucht und weiter reinhaut, sehr viel Erfahrung rausziehen. Wenn ihr einfach aufgibt und sagt, ist eh verloren, Scheißdreck, dann lernt ihr auch nichts mehr, dann spielt ihr nur noch trottelig hin und her. Viele trollen dann einfach und machen irgendeinen Scheiß und sagen, wir verlieren ja eh, aber da könnt ihr wirklich gar nichts rausziehen aus so einer Erfahrung. Nur schlechte Laune und vielleicht sogar Wut. Ich kann es verstehen, wenn man sowas dann mal macht, wenn man so hart gefickt wird, dass man einfach überhaupt keinen Bock auf irgendwas hat. Hier war übrigens diese Taktik, die ihr da gefahren hat, ausgeklügelt, aber extrem gefährlich. Es braucht doch jemand hier in Highway zu stehen und ihr seid sofort down. Man sieht ja nur über sein Köpfchen und ihr seid schon tot. Er hat ihn jetzt einfach outgeplayed, weil er ja im richtigen Zeitpunkt rumgeschoben ist und der CT ihn tatsächlich jetzt halt hier gar nicht erwartet, ganz klar. Wenn du als CT durch Headshot durch bist und hier auf dem Baseball stehst, rechnest du nie im Leben damit, dass auf dem Spot oben auf der Kiste jemand steht, weil man ihn garantiert vorher gesehen hätte, aber dann doch nicht. Versucht immer das Beste aus den Spielen rauszuholen, auch wenn ihr Fett auf die Fresse bekommt, weil ihr einfach dadurch Dinge üben und lernen könnt. Und es natürlich eurer Laune auch hilft, ganz klar. Wenn ihr bei so einem Spiel total pisst seid, dann geht's euch ja auch wirklich schlecht, ne, weil ihr seid in Rage, ihr habt keinen Bock da drauf und das nächste Spiel mache ich besser und dann geht ihr voll aggressiv ins nächste Spiel und seid einfach noch schlechter. Macht das nicht, chillt einfach und versucht das Beste rauszuholen. So, wir wollten aber auf A gehen, deswegen dachte ich, ich muss hier ein bisschen Druck machen. So, da oben steht jemand drauf, der Kollege hat den gerade genutzt, der ist schon einfach close hier rechts auf Push. Da kommt aber der Molly, genau. Den habe ich so ein bisschen dumm ausgeführt. Ich hätte genutzt werden können, aber es ging ja in dem Moment, es war ja in Ordnung. Main ist noch jemand, der killt ja gerade den Kollegen. Und jetzt mache ich hier auch was, was nicht viele machen würden, aber wie gesagt, ich bin der Utility-König und ich mache auch sehr, sehr viele Granatenkills und Molly-Kills. Er hat vielleicht von dem Kollegen auf die Fresse bekommen, was ich nicht wusste. Ich habe ihn hier kurz unter Feuer, habe ihn aber gar nicht getroffen und sehe, dass er nachlädt. Das heißt, er kniet sich erstmal hin und lädt richtig nach. Da war für mich klar, ich hole mir jetzt die Granate in die Hand und versuche die Close zu schmeißen, um ihn einfach knallhart wegzunaden. Und wie ihr gesehen habt, er war voll drin. Er lädt nach, guckt hier kurz, ob er einen Headshot machen kann und geht hier rüber. Boom. Deswegen habe ich auch gerade eben nur ein oder zwei Treffer gebraucht, um ihn dann endgültig zu nutzen. Sowas ist aber gerade für Anfänger, die im Movement auch nicht so gut sind, schon eine gefährliche Sache, weil da dauert es dann vielleicht zu lang. Bei mir hat es an sich auch noch sehr lange gedauert, weil ich auf die Granaten gescrollt habe. Optimal ist es natürlich, wenn ihr euch die Granaten auf Tasten bindet. Aber in dem Fall war mir klar, er lädt jetzt nach und da ist es kein Problem. Es ist natürlich nicht empfehlenswert. Also wer jetzt sich nicht getraut hätte, sag ich mal, die Granate zu schmeißen, der hätte einfach dann zur Seite gehen können. Der CT hat ja nachgeladen und saß hier drauf, diesem Wägelchen. Die Bombe lag, wir waren noch zu dritt. Da geht man einfach um die Ecke, lädt selbst nach, vielleicht hinterm Forklift und geht dann gemütlich Highway oder bleibt noch kurz am Forklift stehen, circa hier oder noch ein bisschen weiter rechts nebendran, weil der CT vielleicht versucht noch zu kommen. Also ich wäre jetzt weg, hört mal kurz auf die Bombe.
Die tickt schon recht schnell. Er hätte es wahrscheinlich gar nicht mehr geschafft, also uns drei zu killen und dann noch die Bombe zu defusen. Deswegen hätte er es wahrscheinlich auch gar nicht versucht. Er war hier schon am Zurückspringen. Na gut, okay, er ist der Granate weggesprungen. Aber ich bin mir sicher, er hätte dann vielleicht sogar versucht, hier drin zu bleiben, uns zu killen und dann zu safen. Aber ja, nicht mit uns. Ich bin jetzt hier langsam. Ich habe das jetzt nicht jedes Mal gemacht, aber ich habe hier schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht an dieser Stelle. Weil man kommt rein, ein City pusht und kriegt dich irgendwie dummerweise. So wie er mich hier knallhart bekommt mit der verschissenen B90 und ich gebe ihm 94 Damage. Ich habe ihn irgendwie schon gerochen. Ich hätte auf meine Intuition hören sollen und hier einfach stehen bleiben. Er kommt und dann schnell kurz zurück und dann den Firefight mit ihm hier ausüben. Ich habe sogar die Bombe davor schon gedroppt, weil ich einfach wusste, dass hier jemand kommt. Ich habe es halt einfach im Urin gehabt. Aber ich hatte es nicht genug im Urin, um hier sicher zu stehen. Naja, er ist low HP, ich habe es angesagt und das war's. Er hat wahrscheinlich jetzt die Bombe gesehen, das habe ich auch durchgesagt, dass die Bombe sehr close abgeschmissen wurde und er wahrscheinlich die Bombe jetzt eben gesehen hat. Da ist der Kollege down. Und das ist jetzt natürlich eine schwierige Situation. Er weiß, dass jemand low ist, das heißt, er schmeißt hier mal eine Nade Richtung K, was auch sehr, sehr gut ist. Hat zwar niemanden getroffen, aber oho. Bei 1 gegen 3 könnte er jetzt hier noch ein bisschen Radau machen und jetzt ein Messer in die Hand nehmen und versuchen, auf B zu rennen. Jetzt ist jemand close vor der Tür und macht ihm einfach die Tür vor der Nase zu. Ja, und dann wurde er von hinten geholt. Es war klar, dass jetzt langsam dann jemand von hinten rangeschlichen kommt. Das wusste er auch. Deswegen ist er auch nach hinten gegangen, um zu gucken. Aber es ging einfach nicht mehr. Ich habe jetzt hier eine AK bekommen am Anfang der Runde. Aber unser Bester, dieser Antonio oder wie er heißt, hat noch keine Waffe gehabt und hier habe ich ihm die Waffe einfach zugeschmissen, damit er eben damit metzeln kann. Mit der Tech bin ich eigentlich auch ganz gut. Das heißt, es war für mich jetzt kein extremer Verlust. Schon ein großer, aber ich habe extra davor nochmal kurz aufs Scoreboard geschaut und ja, er ist halt einfach ein Tier. Und ich dachte mir, es lohnt sich sicherlich, wenn ich ihm die AK gebe. Mal sehen, ob es wirklich was gebracht hat. Gut, ich bin schon mal verreckt. Meine AK wäre jetzt hier gelegen. Und den hat er auch geschickt weggesprayt. Die Runde haben sie gut geholt. Mein AK-Job hat nicht viel gebracht. Also der Antonio hat in der Runde keinen Kill damit gemacht. Nichtsdestotrotz war es ein Sieg. Und der Teamsieg ist, wie soll es anders sein, das Wichtigste am Spiel. Man will ja den Sieg insgesamt. Wir machen ja nochmal ein B-Go. Haben schon zwei geholt. Ich habe eine leckere AK aufgehoben. Und weiß, dass bei Headshot einer steht. Das heißt, ich fackel ihn einfach mal an. Und schmeiß auch meine berühmte Nate. Und das war wirklich eine bittere Pille für mich. Er schießt jetzt, bevor ich jetzt halt schmeiße, von Headshot rum und man sieht ihn ja nicht mehr. Das heißt, er geht zurück und springt wahrscheinlich hinter diese Teile. Mein Molly kommt jetzt auf. Er merkt ihn und geht nach ganz hinten rein. Ich habe halt darauf gehofft, dass er hier stehen bleibt. Der Molly hätte vor allem nicht so weit fliegen sollen. Ich wollte ihn eigentlich viel niedriger werfen und direkt auf Headshot draufschmeißen. Aber es hat nicht geklappt. Also er konnte eigentlich nur hier hinten stehen. Aber ich habe es nicht realisiert. Ich habe nach rechts geschaut, weil ich den Headshot haben wollte. Dabei stand er eben hier. So, der Kollege hat ihn trotzdem easy genutzt. Ich habe ihn natürlich sofort angesagt. Der letzte ist bei City. Wahrscheinlich kommt er gleich runter. Gehüpft. Ah, okay, da ist er schon tot. Das war das Spiel, das mir den Uprank wieder gebracht hat, wie man hier sehen kann. Ich war an sich nicht extrem gut, also von den Punkten her 51, naja. Wallion und ich haben früher, als wir wirklich recht aktiv CSGO gespielt haben, haben wir uns gesagt, wir müssen immer Minimum 50 Punkte machen, um abzuranken irgendwann. Alles unter 50 Punkte wäre, ist nicht viel wert, so ungefähr. Ich weiß gar nicht, woher wir diese Information genommen haben. Natürlich sind die 4 Sterne an der Stelle auch sehr hilfreich für den Uprank, beziehungsweise eben die Summe aus diesen beiden. Und dann, wir schauen mal noch auf die Ranks. Die haben wahrscheinlich auch noch mit reingespielt. Ich bin mir sicher, dass wir unterlegen waren und gegen eine überlegenere Gruppe gespielt haben. 3 Doppel-AK, wir haben 4 Doppel-AK. Sie haben einen Adler, wir haben einen DMG. So ein Adler, ist es direkt LEM mit diesen Sternchen? Ich glaube, wir waren unterlegen. Darauf kommt es an. Also es gibt auch viel eindeutigere Spiele. Ich habe da vor kurzem eins gespielt. Da waren wir alle DMG und wir haben gegen 3 DMG und 2 Adler gespielt. Und da sind wir natürlich ganz klar unterlegen gewesen. Wie gesagt, das war jetzt das schwächere Spiel von diesen 2 Gameplays, die ich aufgenommen habe, um diese Analyse zu machen. Ich werde die zweite Analyse dann auch demnächst erscheinen lassen, mit etwas Abstand zu der hier. Ich glaube, ich mache erst noch ein anderes Tutorial dazwischen. Ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich, beziehungsweise es gefiel euch. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.